So, hallo meine lieben geschmeidigen Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem wunderschönen Kanal. Ich bin euer Daudinator und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla hier auf meinem wunderschönen Kanal. Oh, was ist das? Oh, und da ein Bär drin? Nein, ein Wildschwein ist ja noch besser. Nice, lass mal gerade mal frei. Wir sind in der Stadt Winchester. Diese Stadt ist vom Orden heimgesucht worden. Der König, Alfred, hat uns darum gebeten, diesen Ordenherd den Chaos zu machen. Jetzt treffen wir uns gleich wieder mit dem Gräven Goodwin und rupfen die Feder. Also die Feder steht für ein Ordensmitglied und dem geht's jetzt an den Kragen. Dazu müssen wir noch ein paar Informationen holen, damit wir wissen, wo er ist oder wer das ist. Eigentlich, das Spiel hatten wir, glaube ich, schon mal. Ich glaube, in Lunden, glaube ich, sogar. Oh. Außerhalb laufen, da ist geil. Die Ratten. Oh. Hilf mir, sei meine Augen. Söhne. Wie heißt er, der Sim? Er ist nicht from. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das gemacht habe. Spring, kleiner Flo! Spring, Flo, spring! Lass das, du Stinkbold! Wenn er was macht der Junge da so weit oben? Der Himmel wird den Rauch von Elchfrieds Feuer in sich aufnehmen. Sehr poetisch. Aber er soll wohl unter der Kirche begraben werden. Ach, dann haben wir immer einen Ort seiner zu gedenken. Wenn du es sagst. Er fällt gleich runter. Ach du meine Güte, ich kann gar nicht hinsehen. Ja, da springt gleich ein Kind runter. Wenn ich sterbe, sag ich, denke nur an sie. Mach schon erste Wert. Sie ist zum Greifen nah. Ich beweise ihr meine Liebe oder sterbe bei dem Versuch. Gut. Tränenverwischte Briefe. Was machst du denn so hoch hier oben? Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich kriege diese Blume und dann wird sie sehen, wie sehr ich sie liebe. Mutiger Plan, kleiner Mann. Selbst wenn ich auf dem Boden zerschelle wie eine überreife Pflaume. Ich muss nur kurz durchatmen. Hier hoch zu klettern war schwer. Ich muss nur noch die Zähne zusammenreißen. Zusammenreißen, hm? Oder ich könnte sie dir holen. Ich würde nur ungern sehen, wie eine so kühne Flamme erlischt. Ich meine, wenn du darauf bestehst. Aber ich könnte es selbst, wenn ich wollte. Damit das klar ist. Was? Ah, okay, ich verstehe schon. Ups. Jetzt muss man dem Goof da helfen, oder was? Wenn es nur so einfach wäre, weil das Spiel ist ja natürlich wieder kacke und manche Points sind halt. So. Bei allen Heiligen! Habt ihr das gesehen? Gott hat Essebert einen Engel geschickt. Ist es vorbei? Hätte ich gewusst, dass das so leicht ist? Hättest du es selbst getan. Leib und Leben aufs Spiel gesetzt. Doch auch große Männer wissen, einen Kämpfer zu schätzen. Was wirst du mit diesem Schatz anfangen? Das ist für sie. Alles nur für sie, damit sie mich endlich wahrnimmt. Ertoflet, was sagst du zu dem netten Jungen? Danke für die Blume. Sie ist sehr schön. Jetzt sind wir verlobt. Und wenn ich groß bin, werde ich König. Und du wirst meine holde Dame. Oder? Was denkst du, Töchterchen? Ist er ein würdiger Verehrer? Er hat viel gewagt, um seine Liebe zu zeigen. Ich werde meinem Mann, dem König, berichten, dass du um die Hand seiner Tochter anhältst. Wenn ihr älter seid, natürlich. Komm, Liebes. Ah, das ist die Frau. Bei Loas heiligem Rind. Weltenereignis. Du hast der Prinzessin wirklich eine Blume überreicht. Und jetzt sind wir verlobt. Dafür braucht. So, jetzt wollte ich erstmal gucken. Flieg, Freundin. Man muss Händchen halten und röcheln. Und manchmal beten. Oh Gott. Oh. Ja. Ein froher Sinn ist gute Medizin. Doch ein betrübter Mut vertrocknet das Gebein. Lehrt euch Magister Bata nicht die Schriften?
Magister Bata ist Pferdekacke. Und da ist die Axt, mit der ich Fliegen fangen wollte. Du hast dich aus deinem Versteck gewagt. Und du hast meine Stadt ins Chaos gestürzt. Ich hatte gehofft, du würdest den Lehren deiner feinsinnigeren Götter folgen. Unsere Götter sind nicht feinsinnig. Wenn der Galgen tot ist, ist das vielleicht Grund zu vorsichtigem Optimismus? Ich habe mich nur an die Vereinbarung gehalten. Wenn dir deine Krone zur Last wird, nehme ich sie dir gerne ab. Hä? Verzeiht meinen Ausbruch. Gott hat mir ein Feuer ins Herz gepflanzt. Doch die englische Sprache ist ein Instrument, das schon lange nur schiefe Töne spielt. Wir alle wollen das Los unserer Völker verbessern, nicht wahr, Eivor? Ihr genau wie wir. Es bleibt noch die Feder. Was wissen wir? In Westsexe herrscht ein schleichender Verfall der Bildung. Wir genießen den Dienst weiser Männer. Doch das Studium der Weisheit haben wir vernachlässigt. Und das weiß die Feder zu nutzen. Da wehrt sich jemand gegen deine Reformen, Alfred. Er ruft die Kinder zu den Waffen. Jetzt wissen wir, warum sich so viele in den Straßen rumtreiben. Wild und ungebändigt. Ich rede mit ihnen. Mal sehen, wohin uns das führt. Gut. Komm zu mir in die Schenke, wenn du fertig bist. Und versuch ihnen nicht allzu viel Angst einzujagen. Wir Nordweger sind der Stoff, aus dem die Gruselgeschichten eurer Kinder sind. Ich kann nichts versprechen. Guck nicht so grimmig. Ich helf dir gerade. Nur weil ich da ein Eigeninteresse damit hab, ne? Also echt, Ich sehe dich, Kind. Komm. Selwyn, der böse Greve. Ich habe gesehen, wie du ihn bestraft hast. Er hat vielen wehgetan. Ja, er hat meine Mutter zu Tode gequält und ihren Glücksbringer gestohlen. Hast du ihn gesehen? Auf ihm ist ein Baum eingraviert. Er ist das Einzige, was mich an sie erinnert. Auf ihn ist ein Baum eingraviert, ne? Ich hab Geld für dich. Eine traurige Geschichte. Hier, vielleicht kann dich das von der Straße und von Ärger fernhalten. Für mich? Oh, danke! Flinke kleine Maus, wirst du mich zur Feder führen? Die Kinder. Lass mich, du Ochse! Na los, du Bengel, gib den Apfel zurück! Apfel? Ich hab nichts gestohlen! Nimm deine fetten Hände von... Lösch dich aus! Oh Gott! König Esselwert der Erde! Der Flo von Windkessler! Du stiehlst Äpfel, hä? Äpfel reichen nicht, ich wachse! Hast du vielleicht Hühnchen? Nein, aber vielleicht kannst du mir sagen, was du über die Feder weißt. Die Feder? Gott, bist du mutig! Finde Elwin und Wiegbert. Die sehen hier alles. Riesenschöner Herr der Sachsen! Esselwert der Flo! Wir können dich nicht antriggern. Hey, du kleiner Langfinger. Halt dich da raus! Ich verhungere! Ja, das sind die zwei wahrscheinlich, ne? Allmächtiger, ihr werdet ganz Winchester in Brand stecken. Batschi, Batschi, Bob, Bein. Mich kriegst du nicht. Bei Gott, da würde ich lieber wieder Mist in Möllbrunn schaufeln. Los, Söhnen. Oh, und da hinten. Bei der Mühle.
ablassen. Du schon wieder. Kümmer dich um deinen Kram. Bist du Elwin? Du schürst das Feuer wie die flammenden Jötner. Es brannte schon, als ich ankam. Wirklich. An heißen Tagen passiert das eben. Und? Oh, Wegbert, du dummes Mondkalb. Rück ihn raus, Elwin. Wir wissen, dass dein kleiner Schatten ihn gestohlen hat. Was gibt's da zu glotzen? Das sieht schweinehässlich aus. Wie wäre es mit etwas Geld? Das sollte sterben. Ich bin nicht sicher. Sieht aus, als hätte sich ein altes Weib mit ihren hässlichsten Ferkeln im Dreck gewälzt. Ein Schwein in einem Kleid vielleicht. Du gehörst mir! Das überlebst du nicht! Oh, was für eine Kombo, Alter. Was für eine Ausrüstung! Oh nein, es kommt noch so einer, ey. Ich glaube, ich bin ne. Okay, Kinder. Ha! Geschieht Ihnen recht. Du hast ein Händchen für Ärger. Und ich winde mich aus allem raus wie ein Aal. Warum folgst du mir? Was ist so wichtig, dass du dafür seinen kleinen Hals riskierst? Steck deine Nase nicht in unsere Angelegenheiten. Du meinst bestimmt die der Feder. Wir? Handlanger der Feder? Du weißt gar nichts. Ist das so? Ich bin unschuldig wie ein Lamm. Das waren die Leute der Feder und du hast sie umgebracht. Ich würde nicht gern mit dir tauschen. Dann verdankst du mir wohl dein Leben? Er ist mutig und stark. Vielleicht kann er uns helfen. Ihr arbeitet also nicht für die Feder? Wir stehlen, um zu überleben und der Feder zu entgehen. Aber du weißt, wo ich ihn finden kann. Die kriechen aus der Kloake wie die Ratten. Na los, gib ihm, was du gestohlen hast. Vielleicht kann er uns retten. Schlüssel. Viel Glück, Däne. Lass dich nicht verstümmeln oder so. Den Eingang zum Versteck führt durch die Kloake beim Fluss. Ah, guck dir das an, da ist die Feder, die alte Troller. Eine Lehrerin zu sein. Und ich sag ja immer noch, ich finde das mit dem Orden ein bisschen seltsam gemacht. Also ganz schlecht gemacht, weil man hat irgendwie keinen Bezug zu diesem Orden, ne? Man hat keine Ahnung, für was die überhaupt so richtig stehen, ne? Die sind halt da. Oder es bleibt halt absolut nicht im Gedächtnis hängen. Wenn es mal vorkam. Die Story über jeden Einzelnen steht nur hier. Ich hätte mich halt gefreut, wenn die Story etwas tiefgründiger ist für die jeweilige einzelne Person, ne? Naja. Wo geht's in die Kloake? Der Eingang zum Versteck führt durch die Kloake beim Fluss. Müsste der Fluss sein, ne? Ekelhaft, gell? Die waschen ja... Nee. Na da.
Ich muss sehen, was du siehst. Wenn man sich das ja mal so vorstellt, ne? Die waschen ihre Wäsche da, wo sie ihre Scheiße reinleiten. Ich sollte nach kleinen Fallen Ausschau halten. Kleinen Fallen. Ich habe heute gar nichts bekommen. Ich mag schöne Sachen. Ich werde König Alfreds Heirater sein und dann wird er mich aus diesem Loch rausholen. Es gibt nie genug zu essen. Ich habe immer Hunger. Moment. Keine Gnade, Heirater. Der nach unserem Tod bei Gott weiterlebt? Seit Bischof Erd stets ableben, denke ich darüber nach. Und da ist sie. Hä? Was war das jetzt? Ah, nee, doch nicht. Was? Link. Ich würde mal sagen, Schwartenmagen. Oh, Showdown! So ein paar Handvoll Äpfel, ne? Da ist er! Dummer, dummer Däne. Weiß nicht, dass er eine Frau sucht. Na, na, Elvin. Nicht alle können so gewitzt sein wie du und ich. Die meisten sind einfacher gestrickt und sehen uns als das schwache Geschlecht. Eine Stute, die Unschuldige jagt. Und du wagst es, von Stärke zu sprechen. Wie wenig du weißt. Schützt eure Herrin! Scheiße! Oh, danke. Die Alte? Ich hätte jetzt gedacht, ich muss gegen Kinder kämpfen oder so. Ah, guck mal, da ist noch so ein Dickerle. Ah, da geht eine Treppe hoch. Kommt da noch so ein Werfer. Was bist du? Naja.
Das sind mir eh die Liebsten, die dann immer wieder abhauen und so mutig sind, ne? Ah, cool. Gut, dass du stehen geblieben bist, Bitch. Guck, der Bug hat mir jetzt das Ganze vereinfacht, ne? Die ist jetzt einfach hängen geblieben an irgendeiner Stelle und... Mann, das Spiel spricht für sich, ne? Kann man auch nicht mehr sagen dazu. Da kann ich nichts dazu sagen. Komm, Kind. Erzähle mir, was du erfahren hast. Und Mutter wird dich belohnen. Feigling, du lässt Kinder für den Orden spähen und stehlen. Um sie zu formen. Gib mir ein Kind vor dem 7. Jahr und ich gebe dir einen Mann. Oder eine Frau. Doch was nützen Buchstaben, wenn ein Kind seinen Namen nur in den Dreck ritzen kann? Was nützt einer Frau Weisheit, wenn sie nur am Herd steht? Ich habe Elwin so viel mehr beigebracht, sie vor einem unwürdigen Leben bewahrt. Sie wird im Orden Erleuchtung finden, so wie ich einst. Könnte ich sie alle retten, würde ich es tun. Doch das kannst du nicht. Du hast zu viele verdorben, um zu wenige zu retten. Mein Orden ist der einzige Weg in die Zukunft. Er kann unseren Durst nach Wissen stillen, wenn Elfrids Sklavenreligion erst besiegt ist. Und was würdest du für unbegrenztes Wissen opfern? Ein unbezahlbares Geschenk. Wer könnte es ablehnen? Der spricht immer negativ eigentlich, ne? Nicht ihre Unschuld. Zu schade. Non requiescat in pace. In pace. Wer ist dein Patsche? RIP. Ruhe in Frieden. Godwin wollte mich bei einer Schenke in der Nähe treffen. Neue Quest, den Sachs aufspießen. Den verlebt er da doch noch. Ich nehme die gerade mit. Na? Ich glaube, wir machen das in der nächsten Folge weiter. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine entspannte Zeit. Haut rein. Ciao.